Hallo ihr Lieben, ich habe hier heute drei Kartenideen mit einer Stickstanze von Action für euch. Zu dieser Stanze ist mir wirklich sehr viel eingefallen, darum wird das hier Teil 1 von 3 und heute kommen wir ohne Sticken aus. Es wird noch einen weiteren Teil geben, da wird ein Slimline-Format drin vorkommen mit einer Hochzeits- oder Silberhochzeitskarte. Die Silberhochzeitskarte war gewünscht von einem von euch Zuschauern. Und dann wird es noch mal was ohne Sticken geben. Und dann noch mal was mit Sticken. Bin ich da gerade schon bei Teil 4? Gucken wir mal, was dann am Ende dabei rauskommt und ob euch das Ganze überhaupt interessiert. Bedanken möchte ich mich auf jeden Fall erst einmal bei Ingrid aus Bösel. Die hat mir nämlich die tolle Stickstanze zugeschickt, weil ich die hier bei mir gar nicht bekommen habe. Ganz lieben Dank dir, Ingrid. Und jetzt kommt endlich mal was zu deiner Stanze. Solltet ihr diese Stanzen nicht haben, ist das auch kein Problem. Ihr könnt auch andere Randstanzen mit Motiven nehmen, gern auch breitere oder sonst vielleicht auch mehrere Randstanzen übereinander schichten. Das lässt sich hier für diese Ideen ganz genau so verwenden. Diese Stanze ist breiter als ein normales deutsches Kartenformat. Sie ist so circa 12 cm breit. Mein Papier, aus dem ich gefalzt habe, war, glaube ich, 12 cm mal 21 cm. Und dort habe ich dann bei 14,8 cm gefalzt. Und der Rest ist diese kleine Klappe hier vorne und aus dieser kleinen Klappe, da habe ich dann die Stanze ausgestanzt. Also das habe ich jetzt hier hinten bündig rangeschoben an die Falz und das dann festgeklebt und das Ganze durch die Stanzmaschine gekurbelt. Ihr könnt das so sehr gut so einfach die Stanze mit auf den Tisch aufstellen und dann habt ihr das hinten genau an der Falz dran und ja, dann klappt das total super. Die Stanze stanzt ja nur an der Vorderseite, diese gebogte Kante, und sie drückt so ein gepunktetes Lochmuster in das Papier, durch das man eben wahlweise sticken kann oder das man eben so als Zierde verwenden kann. Ihr seht, bei 12 cm hängt dieser vordere Teil noch ein wenig dran und das werde ich mir nämlich jetzt einfach mit einem Cutter vorsichtig abschneiden. Das könnt ihr natürlich auch mit einer kleinen Schere machen. Bei mir hat es sogar hier einmal noch irgendwo gehangen. Das war aber wirklich nur bei dieser einen Stanzung. Also da muss ich irgendwie, weiß ich nicht, ob da meine Platte, ob da irgendwas uneben war oder so. Das hat sonst eigentlich hervorragend geklappt. Und das ist dann das fertige Ergebnis. Und das fehlende Vorderteil, das werde ich mir jetzt ergänzen mit einem gemusterten Papier. Da könntet ihr natürlich auch was Einfarbiges nehmen oder ein gemustertes, fertiges Designpapier, was ihr bereits habt. Ich wollte hier irgendwie, also ich fand, das hat ja irgendwie so einen Spitzencharakter fast. Und da wollte ich eben irgendwie so etwas ganz Zartes, Feines haben. Und ja, also ich hatte da irgendwie einfach nicht so richtig das Passende an Papieren und ich inkblende mir jetzt etwas. Und ich habe hier so gestreifte Schablonen und habe hier verschiedene Lila-Töne verwendet. Ich habe gedacht, Streifen hat vielleicht von euch jemand auch zu Hause. Ansonsten könnt ihr euch das natürlich mit Washi-Tape abkleben oder könntet einfach Cardstock nehmen. Meines hier ist von der Pigment Craft Company, heißen die, glaube ich. Das blende ich euch nochmal ein, was das genau ist. Da sind so zwei Schablonen drin mit verschiedenen Streifen. Da könnte man natürlich Karos draus machen. Bei mir läuft es jetzt einfach nur diagonal. Und ihr seht auch der Farbauftrag, ne? Der ist sogar so leicht so ein bisschen wolkig. Ich wollte da so ein bisschen Spiel drin haben, war natürlich auch einfacher. Und jetzt verschiebe ich das Ganze nochmal, dass sich das auch so ein bisschen überlappt. Denn da ergeben sich ja manchmal dann noch recht spannende neue Farbstreifen, wenn man das dann an der Stelle eben überlappt, die Farben. Das Rosa, das habe ich jetzt einmal durch alle Farbstreifen durchgebürstet. Und dann habe ich noch so einen sehr zarten Pfirsich- oder Aprikoton genommen und den habe ich nochmal in Linien dazwischen gebürstet.
Aber wie gesagt, da könntet ihr natürlich auch irgendein fertiges Designpapier nehmen. Das würde die Sache nämlich enorm beschleunigen. Ich meine, richtig lange hat das jetzt auch nicht gedauert und mir macht es halt Spaß. Aber wenn man eh denkt, naja, ich bin ein bisschen knapp mit der Zeit, dann wäre ein Designpapier natürlich rasend fix gemacht. So, und das ist jetzt mein fertiges Endergebnis. Ihr seht, unten ist da irgendwie so ein weißer Streifen. Ich werde das nachher drehen, dass das nach oben kommt. Und dann wird das nämlich hier von diesem spitzenartigen, gestanzten Stickschablonenteil überdeckt. Und ihr seht, ich habe da oben leider einen kleinen Farbfleck drauf bekommen. Und den werde ich nachher noch kaschieren. Ich habe zwischendrin andere Sachen gemacht und da ist irgendwie so ein Tüpfchen Metallic Aquarellfarbe drauf gelandet. Das lag wohl hier irgendwie noch im Weg herum. Aber naja, solche Sachen passieren halt, ne? Und da kann man dann eben entweder von vorne anfangen. Ich habe mich dann hier für Kaschieren entschieden. Jetzt klebe ich das aber erstmal fest. Diese Klappe hier mit meinem gestanzten Stickteil. Das habe ich jetzt einfach von unten mit Flüssigkleber bestrichen. Den unteren Teil, der halt genauso groß ist wie das Hinterteil, habe ich angelegt und dann die Klappe einfach draufgeklappt und ein bisschen beschwert. Und dadurch ist es dann total super bündig geworden. Sieht von innen eben auch wunderbar sauber aus, ne? An der Seite war es noch ein kleines bisschen zu breit. Das habe ich mir dann schmaler geschnitten. Ihr könntet das Ganze natürlich auch jetzt als Querformat nehmen, so rum. Da würde ich dann allerdings drauf achten. Also so laufen dann diese Blümchen nach unten, die da drauf sind. Und ich glaube, ich würde das dann machen, dass die Streifen nach oben laufen. Also ich habe das Ganze jetzt quasi als Hochformat gedacht. Ich finde das dann immer irgendwie netter, wenn die Streifen dann nach oben laufen, irgendwie so von der Blickrichtung her und so. So, und jetzt werde ich aber mal diesen kleinen Fleck dort kaschieren. Denn neben meinem Vorhaben, das Ganze zu kaschieren, finde ich, fällt das sonst nach oben, weil es weiß ist, ja auch irgendwie so ein bisschen ab. Und da habe ich mir einen goldweißen Bakerstwine drum gewickelt und habe hier auf lilanem Vellum mit weiß embossed einen Spruch von dem Alexandra Renke Stempelset. Das blende ich euch nochmal ein. Und dazu gibt es jetzt noch als kleine Mini-Hingucker auch aus einem Wellenrest ausgestanzte Kreise. Das könnt ihr super mit irgendeiner Lochzange machen oder so. Und oft sind aber auch, manchmal fallen aus Etiketten solche Teile raus. Und ich habe hier aber aus diesem Action-Stanzen-Set, da sind so drei Pünktchen dabei. Also ich glaube, das ist aus dem Stanzen-Set die meist benutzte Stanze bei mir. So, und Vellum klebe ich immer gerne hier mit dieser Vellum-Klebemaus auf. Und zwar wird das echt annähernd unsichtbar, wenn ihr den Kleber auf den Untergrund auftragt und nicht auf das Vellum. Denn dann aus irgendeinem Grund sieht es dann irgendwie noch mal unsichtbarer aus. Und auch bei so ulkigen Formen hier ist das total praktisch. Da könnt ihr das auch auf den Untergrund machen und natürlich hat das dann keine Kreisform. Das drückt ihr einfach auf und jetzt habt ihr einen Überstand. Und das könnt ihr einfach abrubbeln. Das geht dann in so wie so Radiergummi-Flitzen, geht das dann da ab und hinterlässt wirklich rund um den Kreis keinerlei Rückstand. Also das ist echt äußerst praktisch. So, und das ist dann hier die sehr zarte, frühlingsmäßige, feine Karte, die sehr schnell gemacht ist. Also richtig schnell, wie gesagt, wenn ihr euch das Inkblending spart, dann ist das eine super schnelle Sache. Und sieht das nicht total hübsch aus? Also ich liebe diese kleinen zarten Pünktchen und diese Kringel und Blümchen. Also das gefällt mir einfach ausgesprochen gut und ja, wie gesagt, das hat, finde ich, auch so ein fast so ein Touch von Spitze oder so und da wollte ich eben unbedingt irgendwas Feines, Zartes an Farben dazu haben und ja, also ich finde sie richtig toll und ja, mit entsprechendem Spruch, das kann man natürlich auf jedwelchen Anlass anpassen, ne? Einfach mal nur Hallo, da kann einen herzlichen Glückwunsch dazu oder wie auch immer. Also das lässt sich natürlich für unglaublich viele Anlässe verwenden. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass man das irgendwie in so ein bisschen maskulineren Farben auch super für einen Mann machen kann. Denn ich meine, am Ende Blümchen, naja, geht ja bestimmt auch.
Also ich finde sie richtig toll und wie gesagt, sehr universell. So, und dann haben wir Kartenidee Nummer 2. Da stanze ich mir auch wieder aus weißem Kartstock diese Stanze aus und mache mir die gleich auf 12 cm Breite. Also hier bei dem Teil hier habe ich das etwas knappkantig geschnitten, da war ich nachher etwas großzügiger. Das Ganze habe ich mir jetzt dreimal ausgestanzt. Also ihr könntet das Ganze auch ein Stückchen breiter als 12 cm machen. Ich glaube, das war nachher bei mir sogar breiter. Den Überstand habe ich mir nachher abgeschnitten. Das war dann irgendwie etwas dankbarer und nicht so knirsch. So, und jetzt habe ich mir drei Farben genommen. Ich habe hier lila Töne verwendet, von hell nach dunkel, also verschiedene Schattierungen sozusagen. Und da habe ich jetzt von unten kommend so einen Ombre-Farbverlauf hingeblendet nach weiß. Also weiß ist ja schon der Untergrund. Also habe ich mir im Grunde nur angefangen, die Kante einzufärben und das nach oben so ein bisschen auslaufen lassen. Dadurch haftet die Farbe eben in diesen kleinen Löchlein nochmal so ein bisschen mehr und das ganze Muster wird dadurch ein wenig mehr betont. Und das finde ich total prima und hübsch. Für den Untergrund des Kartenauflegers habe ich mir hier ein kräftig türkisfarbenes Papier aus diesem Actionblock genommen und das ist 14,8 mal 12 und ihr seht, da habe ich das dunkelste von den Teilen schon draufgeklebt. Und zwar habe ich hier zweimal doppelseitiges Klebeband angebracht und ziehe aber erstmal nur das von dem oberen ab. Und ihr seht, ne, da kann ich jetzt nämlich noch was drunter schieben. Also oben habe ich es bündig angelegt und jetzt schiebe ich das hier so drunter, dass ich eine Deckung habe. Also dass kein Grün mehr hier an den Seiten rausguckt. Und jetzt kann man nämlich auch, wenn das ein bisschen breiter als 12 cm ist, kann man das noch so ein Tickchen immer hin und her schieben und gucken, dass da irgendwie möglichst Deckung ist. Also ihr könntet das dann natürlich auch so leicht aus dem Winkel schieben, dass ihr so eine leichte diagonale Struktur bekommt oder so, ne? Wenn ihr das dann zum Beispiel vielleicht auch nur 10,5 auf normale Breite machen würdet, dann würde sich das anbieten, weil für diese Diagonale braucht ihr etwas mehr Länge. Aber ich habe es halt breiter gemacht, weil ich nichts von diesem hübschen Muster abschneiden wollte. Aber man muss natürlich bedenken, dass es nicht mehr in einen Standardumschlag passt. Also entweder ist das was zum persönlich Übergeben bei einem Geschenk oder aber man hat auf jeden Fall erhöhtes Porto. Das solltet ihr bedenken. So. Und jetzt seht ihr, dass ich auch das hellste Stück dort mit einfach herunterschiebe und festdrücke. Und jetzt nehme ich nämlich einfach hier, das kann man so ganz zart abklappen und von dem untersten entferne ich jetzt einfach das Schutzpapier und dann kann man das hier einfach nochmal festdrücken und dann sind die so weit, dass sie nicht mehr ulkig da sich abklappen können oder so, aber es kommt ja eh nochmal auf eine andere Karte drauf. Und nun schneide ich ganz einfach die Überstände rechts und links ab. Als Gruß nehme ich hier vorne eine Stanze und zwar ein Huhu von Create a Smile. Das habe ich mir auch in Weiß ausgestanzt. Ich finde, das hebt sich da total super ab. Und weil wir ja jetzt schon nicht sticken und mir war das Ganze irgendwie noch ein wenig zu schlicht, habe ich mir jetzt weißen Faden genommen und habe einfach so über zwei Finger so einen kleinen Wust gewickelt. Und meine Schablone, mein Stanzteil, das habe ich von hinten schon mal mit Flüssigkleber benetzt und da habe ich dann einfach das Garn reingedrückt. Also das lag vorne auf der richtigen Seite und dann habe ich das Garn reingedrückt, habe noch ein bisschen Kleber nachgegeben, damit es auch wirklich klebt und siehe da, es hat geklebt. Und das Garn steht jetzt natürlich so ein bisschen attraktiv ab und macht auch noch mal einen Schatten. Das finde ich ganz toll. Und ja, das finde ich doch jetzt äußerst hübsch und ich mag auch, dass das so nicht ganz so gleichmäßig oben ist und dann unten aber eben so dieses vollflächige, stark türkisgrüne da. Also das finde ich so im Kontrast auch noch mal total hübsch und auch die war recht schnell gemacht, denn dieses Inkblending hier am Rand, das geht wirklich total fix, weil da braucht man ja jetzt irgendwie keine große Fläche oder so. Und
dadurch, dass sich das in diesen Punkten verfängt, in diesen reingestitchten Punkten da. Also ich finde, das hat so einen optischen Reiz. Also mir gefällt die ausgesprochen gut. Also ich bin richtig, richtig doll verliebt. Und weil es mir so fantastisch gefallen hat, gibt es gleich noch eine weitere Variante dazu. Ich habe das Stanzteil wie vorhin noch einmal geinkblendet in einem noch kräftigeren Lilaton und habe einen Kartenaufleger in einem etwas helleren Türkisgrün genommen. Der ist diesmal 12x14,5. Das war irgendein Rest, den ich noch hatte. Und das Ganze kombiniere ich hier jetzt mit einer ganz großen Buchstabenstanze. Die ist von A Pocketful of Happiness und die hat unten sozusagen so eine Basis und hier so eine, also das hier ist diese Basis, die habe ich mir in Vellum ausgestanzt, gleich zweimal, denn dieses hier, das ist so eine 2-für-1-Stanze, die macht innen eine Innenlinie und außen in diesen zarten Außenlinien, da erhält man auch noch ein Ergebnis, wenn man stanzt. Und zwar, ich zeige euch das mal, ich habe die hier mal vorbereitet. Erhält man nämlich einmal ein Hello, also da könnt ihr jeden Gruß nehmen, den ihr gebrauchen könnt, ne? Also nehmt euch da irgendeine Wortstanze, die ihr habt. Und aber das lässt sich hier eben farblich äußerst super mit Gold kombinieren, wie ich finde. Und hier seht ihr, ne, das ist einmal hier der Innen- und einmal der Außenteil, der da rausfällt. Und das habe ich jeweils auf Vellum aufgeklebt, ganz normal mit Flüssigkleber. So, und jetzt will ich aber doch mal ein waagerechtes Format machen. Und das Gestanzte, das kommt jetzt hier so nach links und ich glaube, ich werde hier mit dieser etwas stärkeren Innenlinie gehen und das Ganze irgendwie so anordnen. Genau, sowas in der Richtung. Weil ich das aber jetzt noch ein wenig schlicht fand und die Karte noch ein weiteres Detail vertragen konnte, werde ich an der Stelle, wo das Hello sitzen soll, noch ein wenig goldene Aquarellfarbe hinsprenkeln. Die Klappkarte für dieses Kartenformat ist ja eher ungewöhnlich, ne? Und ich habe jetzt hier einen A4-Bogen in der Mitte gefaltet, sodass ich ein A5-Format erhalte. Und da werde ich das jetzt einfach draufkleben und unten abschneiden. Und das sieht dann wie folgt aus. Also bei diesem Stück hier hat man eben einen weißen Rahmen. Bei der Karte vorher habe ich es auch so gemacht, aber da war dieser grüne Aufleger halt ein Tickchen länger und darum hatte ich nach rechts hin keinen weißen Rahmen, also habe ich es auch an den Seiten passgenau geschnitten. So, und das ist jetzt dieses Modell. Das ging auch total fix. Also diese Aquarellfarbe musste halt noch kurz trocknen, aber sieht das auch nicht toll aus? Also mit diesem Gold und noch so ein bisschen Goldsprenkel dahinter und dann die Details von diesem Gestickten, was sich eben durch das Inkblending noch mal so ein wenig hervorhebt. Also die sieht doch echt einfach super charmant aus. Und da könnt ihr eben an Schrift nehmen, was ihr wollt. Also hier, das wird sicherlich auch eben durch dieses Gold und durch diese spezielle Schrift nochmal, bekommt das eben nochmal so einen Hingucker. Aber ja, ihr habt ja bestimmt irgendwelche anderen Stanzen, die sich da auch total gut für eignen und was eben auf euren Anlass passt, ne? Da kann man ja dann irgendwie ein Happy Birthday drunter machen. Oder ja, also was auch immer ihr so gut gebrauchen könnt. Und ja, also ich bin mit meinem Ergebnis hier äußerst zufrieden. Und wie gesagt, diese hier, die waren echt schnell gemacht und sind äußerst attraktiv geworden. Und ja, und ich habe eben noch ganz viel mehr Ideen für euch und habe auch so ein bisschen da kein Ende gefunden. Und ich möchte mich nochmal entschuldigen, dass ich jetzt letzte Zeit hier irgendwie gar nicht geschafft habe, Videos hochzuladen. Ja, wir hatten einfach viel Geburtstage bei uns und ich hatte einfach, ja, hat irgendwie nicht gepasst. Und aber jetzt habe ich inzwischen einen ziemlichen Haufen Kram, den ich hier noch schneiden kann. Und seid gespannt auf das, was noch kommt. Auf jeden Fall bedanke ich mich erst einmal bei euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Basteln und tschüss, bis demnächst.